Vor allem während der wenigen Tage, wo ja dann Ben Ali aus dem Land gereist ist, da war die Situation dann schon sehr unsicher auch in Tunesien. Und die Bevölkerung hat sich dann auch sehr zurückgezogen und konnte auch kaum aus dem Haus überhaupt gehen. Das fand ich dann sehr bewegend. Das war dann schon schwierig, weil man wusste ja auch nicht, wie lange dieser Zustand andauert. Also im ersten Moment war man ja nicht sicher, bleibt jetzt diese Unsicherheit und tritt jetzt Chaos auf im ganzen Land und man kann gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Das hat sich ja dann sehr schnell wieder beruhigt, aber im ersten Moment war ja dann schon die Angst, was passiert jetzt im Land. Da war nicht erstmal, das war dann gar nicht wirklich positiv, dass es die Revolution gab, sondern dann hat man eher gemerkt, jetzt ist Chaos da und nicht Organisation, was man sich davor von einer Revolution natürlich verspricht. Also besonders war vor allem, dass die arabische Revolution überhaupt so stattgefunden hat und durch diesen Anfang in Tunesien sich dann auch auf die anderen Länder so ausgebreitet hat, das hätte ich einfach nicht erwartet, dass so eine Bewegung möglich wäre.